Hallo Leute, hier ist euer Anti und ja, so sehe ich im Real Life aus und willkommen zu meinem Setup-Video. Ich hatte eigentlich vor, das Setup-Video schon zu 150 Abonnenten zu machen, quasi vor meinem 200-Abo-Special, aber das habe ich jetzt komplett über den Haufen geworfen, da ich ja inzwischen schon 250 habe und erstmal überhaupt das ganze Abo-Special auf die Reihe kriegen muss und das hier ist einfach nur ein kleines, schnelles Setup-Video zwischendurch. Ich werde euch also jetzt kurz so mein Zimmer zeigen und dann letztendlich natürlich auf den Fokus auf meine Gaming- und PC-Ecke setzen und euch ein bisschen was zu den Hardware-Komponenten erzählen. Ja, ich würde sagen, jetzt habt ihr mich gesehen und dann geht's auch direkt los. So, in der Ecke natürlich als allererstes mein Bett. Ist jetzt nicht besonders ordentlich gemacht, denn es ist noch nicht so spät am Tag und ich bin auch nicht dazu gekommen, das Bett richtig zu machen. Ja, an dem Bett vorbei, hier aus der Tür raus, gibt es einen ganz kleinen Balkon und die Sicht führt dann runter in den nicht allzu kleinen Garten unseres bescheidenen Häuschens. Ja, von dem Balkon aus sieht mein Zimmer dann so aus. Hier ist ein kleiner Sessel, da mein großer Schrank, mein Whiteboard, wo ich organisatorische Sachen und so weiter dran schreibe. Ein kleines Regal, wo ich Schulsachen und Office-Sachen und so weiter mache. Und dann kommen wir letztendlich zum Herzstück meines Zimmers, nämlich meiner PC- und Gaming-Ecke. Wir haben hier so ein kleines MIDI-Keyboard. Das steht normalerweise nicht immer da, sondern nur, wenn ich ein bisschen Musik und Beats mache. Dann nehme ich eben dieses MIDI-Keyboard, um damit eben Beats zu synken. Da dieses MIDI-Keyboard ist eingesteckt in meine Cakewalk UA25EX externe Soundkarte von Roland, die ich jetzt neu während der Music Store Neueröffnungswoche billiger erstanden habe für, ich glaube, knapp 130 Euro. Also wenn ihr noch nicht in dem neuen Music Store in Köln wart, geht auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist sehr geil. Darunter mein Drucker. Hier ein kleiner PC, mit dem ich so Aufgaben mache, die ich mit dem richtigen PC nicht machen kann. Dazu gehört zum Beispiel, Videos von meiner Kamera auf die Festplatte zu speichern. Dafür brauche ich nämlich ein Programm, was auf Windows 7 komischerweise nicht funktioniert. Und dieser PC hat eben Windows XP und deshalb muss ich das da machen. Hier eine kleine DJ-Konsole, mit der man schon einiges machen kann an Remixes und so weiter. Und eben das kombiniert mit der Musik, die ich mit dem MIDI-Keyboard und Steinberg Cubase mache und mit den Beats und so weiter, kann man da schon sehr geile Musik mitmachen. Hier iPod Touch. Das sind meine Kopfhörer, die ich für Musik größtenteils benutze. Beim Gamen benutze ich im Moment noch kein Headset. Ich habe aber vor, mir in Zukunft auf jeden Fall mal ein Headset zu kaufen. Übrigens, für all diese Hardware-Teile findet ihr in meiner Kanalbeschreibung auch noch die genauen Typenbezeichnungen. Aber die hier sind auf jeden Fall von AKG, sind DJ-Kopfhörer. Hier unten natürlich mein Herzstück, der Computer, mein PC. Die ganzen Kabel, die jetzt hier hängen, sind auch nicht immer da. Die sind jetzt nur temporär da. Die sind normalerweise ordentlicher. Ja, das Gehäuse ist irgendein No-Name-Gehäuse. Und was da drin ist, ist eigentlich auch nicht der Rede wert. Das Ganze ist montiert an so eine Schiene unterhalb des Schreibtisches, dass ich das hin und her schieben kann. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist meine Grafikkarte. Findet ihr auch in der Kanalbeschreibung. Hier kann ich euch nochmal die Verpackung zeigen. Das ist hier die Sapphire Radeon HD 6850 von AMD bzw. ATI. 1 GB Grafikspeicher und Windows 7 kompatibel und ist wirklich eine Hammer-Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn ihr euch das mal guckt, ich weiß nicht genau mehr, für wie viel ich die gekauft habe, aber auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Hammer bei dieser Grafikkarte. Und das nächste, was ich auf jeden Fall austauschen werde, ist der Prozessor. Da kommt dann, wenn ich das Geld zusammen habe, ein i5-Prozessor rein. Denn mein jetziger Prozessor bremst meine Grafikkarte nach oben hin. Das ist ein bisschen schade.
Hier mein Mikrofon von MacCrypt. Die genaue Typenbezeichnung, wie gesagt, in der Kanalbeschreibung. Und ja, ihr habt es vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Ja, mein Herzstück. Die Logitech G19 Tastatur. Mit Bildschirm, mit 3x12 Makro-Keys, also 36 programmierbare Keys. Mit drei verschiedenen Tastenbeleuchtungen. Hier dieser Aufkleber Fueled by Sapphire ist eben von der Grafikkarte, um ein bisschen nach außen hin zu prollen. Diese Tastatur ist hochwertig. Sie ist wirklich geil. Also anders natürlich wie bei iPhone, da kann man mit prollen, aber das ist beim ersten Mal hinfallen kaputt. Aber diese hier, damit kannst du prollen und die geht nicht schnell kaputt. Also die hat schon ein paar Jährchen jetzt auf dem Buckel und überhaupt keinen... ja, Zeichen von Verschleiß oder ähnlichem, also die hat wirklich gut durchgehalten. Mein Soundsystem sind die Trustboxen, ich weiß auch nicht genau, wie die Typenbezeichnung davon ist. Der Subwoofer steht hier unterm Tisch, wo auch alle anderen Kabel irgendwie sind. Dann ein SteelSeries Mauspad und da drauf die Logitech G5 Gaming Maus. Ja, hat drei verschiedene DPI-Stufen. Halt je nachdem, was man für DPIs braucht. Die sind sowohl fürs Gamen als auch für Photoshop-Arbeit nützlich, weil man zum Beispiel, wenn man mit einem Radiergummi irgendwie ganz genau arbeiten muss, macht man es ganz runter. Und wenn man großflächig irgendwas wegradieren muss, macht man es ganz hoch. Und beim Gamen genauso, wenn du viel sprayen musst und hin und her schnell agieren musst, machst du es halt hoch. Und wenn du Sniper-Präzision haben willst, machst du es runter. Hier, diese beiden Keys sind programmierbar, frei programmierbar auf Tastendrücke von der Tastatur. Ich habe da 1 und 2 drauf, was mir ermöglicht, mit einem Klick per Daumen, also ohne mit der Tastatur agieren zu müssen, nur mit dem Daumen die Waffe zu wechseln, was sehr, sehr hilfreich ist. Unten gibt es noch ein kleines Feature, hier gibt es ein Gewichtsmagazin. Das bedeutet, man kann hier in dieses Ding verschiedene Gewichte reintun. Ich habe die Box, glaube ich, auch irgendwo hier. Die ist aus Metall. Ich weiß nicht, ist sie hier? Ich weiß nicht mehr genau, wo sie ist. Aber doch, hier müsste sie... Ja, genau. Hier ist die Box aus Metall, Logitech G5. Da gibt es verschiedene Arten von Gewichten. Und die kann man... Es gibt eben 1,7er Gewichte und 4,5er Gewichte und da kann man eben die so kombinieren, dass man sein perfektes Gewicht hat. Bei mir ist eben volles Gewicht, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 4,5. Also ich bin jetzt nicht der Hammerkopfrechner. 8 mal 4,5 sind... 36 Gramm und das ist für mich ein perfektes Gewicht. So, das war's auch schon von diesem Setup-Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick davon bekommen, was ich alles so hier habe in meinem Eckchen. Wie gesagt, Anschaffungen in Zukunft wäre ein gutes Gaming-Headset, beispielsweise das Logitech G35 Gaming-Headset. Und vielleicht noch einen neuen Prozessor. Wäre dann in dem Fall Logitech... Nee, Quatsch, was laber ich? Logitech. Intel i5 oder i5 Prozessor. Aber wie auch immer. Ihr habt jetzt alles gesehen an Hardware. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Ich verabschiede mich von euch.